liebe Angelika Jekic, liebe Musikerinnen und Musiker vom Inklusionsorchester Augsburg. Mein Name ist Peter Badern und ich darf hier an der wunderschönen Basilika St. Ulrich und Afra als Chorleiter arbeiten und bei Gottesdiensten oder Konzerten diese großartige Orgel spielen. Bevor ich sie jetzt spiele, möchte ich euch aber noch ganz herzlich zu eurem 10. Online-Konzert gratulieren. Das ist eine Riesenleistung von euch allen. Und ich muss sagen, ich habe mich sehr gefreut, dass ich bei diesem besonderen Konzert heute mitwirken darf. Ist mir eine große Ehre. Vielen Dank. Früher war es so, vielleicht ist es immer noch so, ich weiß es nicht, dass am Samstagabend zum Beispiel bei einer großen Fernsehsendung, Wetten, dass zum Beispiel, kam davor folgende Musik. Sie bestimmt erkannt. Die Musik stammt von dem Komponisten Marc-Antoine Charpentier und heißt Te Deum, was übersetzt heißt, großer Gott, wir loben dich. Ich finde, das passt auch heute sehr gut zum Jubiläumskonzert. Ich habe mir ja bereits einige eurer Konzerte angeschaut und bin ein großer Fan von euch. Ihr musiziert mit so einer Begeisterung, mit so viel Liebe, das ist wirklich eine Freude, euch zu erleben. Ein Riesenlob möchte ich auch dem tollen Technikteam sagen und vor allem der großartigen Leiterin Angelika Jekic für diese wunderbare Initiative, ihre positive Energie und für ihre mitreißende und charmante Moderation. Sie leitet ja das Orchester, die Bunten, und wenn ich es mir so recht überlege, dann leite ich hier mit der Orgel eigentlich auch ein Orchester, denn hört her, ich habe hier ja zum Beispiel Flöten. Violinen. Kennt ihr bestimmt die schöne Musik Ave Verum von Wolfgang Amadeus Mozart. Ich habe hier sogar Trompeten. Und wenn ich möchte, kann ich sogar Posaune spielen mit meinen Füßen hier am Pedal. Und wir haben hier in der großen Basilika noch Pfeifen, die sind ganz weit entfernt. Wenn ihr genau hinhört, dann hört ihr sie jetzt gleich. Muss ich was umschauen? So, jetzt. Pfeifen unserer Marienorgel. Auch mit diesen Tasten kann ich noch ein ganz anderes Instrument spielen. Habt ihr bestimmt erkannt, ein Glockenspiel. Viel Glück und viel Segen zu eurem Jubiläumskonzert. Es gibt hier sogar noch ein Glockenspiel, schaut, da muss ich gar nichts machen. Das spielt ganz von selber. Und jetzt mische ich mal die ganzen Instrumente und spiele euch das Lied mal ganz. Ihr seht, hier gibt es noch so viele Knöpfe und so viele Register zu ziehen. Das mache ich jetzt auch, wenn ich da drauf drücke, kommen ganz viele raus für das letzte Stück, das ich heute jetzt ganz spielen möchte, von Georg Friedrich Händel. Ein Teil aus seinem Halleluja, sonst wird es zu lang. Aber es passt so gut jetzt in die Osterzeit. Ich möchte jetzt zum Schluss einladen, vielleicht habt ihr ja Lust, mal auf die Orgelempore zu kommen. Nehmt eure Leiterin Angelika Jekic mit, denn es gibt hier noch so viel zu entdecken und ich würde mich so freuen, wenn ihr mal vorbeikommen würdet zu mir auf die Orgelempore. Jetzt zum Schluss wünsche ich euch weiterhin ganz viel Erfolg mit den Bunten und vor allem weiterhin so viel Freude an der Musik. Gottes reicher Segen möge euch schützen und begleiten. Alles Gute für euch.